Nun, ich sehe zwar kein Graffiti, süß, aber ich fasse die Bank lieber nicht an. Okay. Nur zur Sicherheit. Lauren and Shane, Frühlingsfest 2019. Ja, gut. Mhm. Zur Sicherheit fasst sie sie nicht an. Wer weiß, was die damit sich gefeiert haben. Nun, so, das neue schwarze Bestie haben wir alle schon angeguckt. Dann, Dagi. Dagi sieht besser aus. Hey, Dagi, wie fühlst du dich? Ja, wundervoll, dank dir. Geh, amüsier dich, hast es verdient. Schön, dass wir ihm helfen konnten. Oh, die Eleanor ist weg. Heißt, die Riley hat sie wohl gefunden. Dann reden wir jetzt erstmal mit der Steph. Sollten wir vielleicht auch mal... Ist die wohl in der Apotheke? Hätten wir da nachschauen müssen? Naja, gut. Wir machen jetzt erstmal die Steph. Steph ist echt super. Vielleicht gebe ich ihr eine Rose. Hey, Steph. Okay, die ist voll in ihrer Welt. Ach, ich finde die Steph einfach süß. Und ich finde auch süß, wie sie das alles arrangiert hat mit dem Ethan und was sie sich dafür Mühe gegeben hat. Ich finde, sie hat die Rose wirklich verdient. Ich weiß nur nicht, welches Zeichen das dann jetzt setzt. Ich finde es auch ehrlich gesagt blöd, dass ich nicht beiden Leuten eine geben kann, um ihre Zuneigung, also um meine Zuneigung zu zeigen. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, ich fand die Steph von Anfang an süß. Also wie sie das alles so gemacht hat und hier und da und bla und blub und ja, und ich finde, sie hat eine Rose verdient. Deshalb gebe ich ihr die jetzt. Die ist für dich. Ist das dein Ernst? Ja, das ist es. Wow. Ich freue mich so sehr. Die versüßt mir echt den Abend. Oh, das schön. Freut mich. Hey, sehen wir uns heute Abend nach der Show? Ich habe absolut krasse Neuigkeiten für dich. Oh, cool. Sagte sie überaus geheimnisvoll. Natürlich. Da fällt mir ein, Ryan sollte gleich fertig sein. Also bis gleich. Klar. Oh, haben wir ihr eine Freude gemacht. Wie schön. Das finde ich schön. Können wir denn jetzt, können wir noch eine holen? Und dem Ryan auch eine geben? Eine voller Bier. Wo waren die Rosen? Da waren sie. Okay, wir können sie nur noch ansehen. Ich hätte gerne beiden eine gegeben, aber naja, gut. So. Ich glaube nicht, dass auch nur ein Tag vergeht, an dem Ryan nicht jemandem hilft. Das stimmt auch wieder. Er hat auch eine Rose verdient. Also ganz ehrlich, es sind beide, so wie es den Anschein macht, echt liebe Menschen. Spezielle Menschen. Und ja, eigentlich haben beide eine verdient. Aber ihm hätten wir wahrscheinlich mit der Rose auch einen schönen Abend gemacht. War es jetzt ein Fehler, der Steph nur eine zu, hätte ich gar keinem eine? Och, ich weiß doch auch nicht. Wir reden erstmal mit ihm, wir sollten ja zu ihm gehen. Hey. Hey. Gerade rechtzeitig. Also, wer spielt? Sie steht vor dir. Was? Echt? Ernst? Wie das geil. Ist ja mega. Krass. Und wer noch? Nun. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Steph? Oh Gott. Ich ahne was. Wer spielt sonst noch? Ich hasse euch beide. Wir wollten nicht, dass du kneifst. Oh, wie schön. Ich hätte nicht gekniffen. Hätte total gekniffen. Kneifen muss doch nichts Schlimmes sein. Was ist mit Proben? Wen kümmert's? Die sind doch eh alle hackedicht. Spiel irgendwas. Ich spiel dann mit.
Oh Gott. Das wird so krass. Glaub mir. Wir haben noch nie zusammen gespielt und... Wohl krass. Ich mag jedenfalls die Steps. Sorry, wenn's kacke ist. Gute Ankündigung. Fuck it. Voll geil. Boah, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Oh Gott, war das cool. Oh. Charlotte. Okay, irgendwas muss schiefgelaufen sein. Haben wir alle Gefühle genommen? Hey, Charlotte. Wie tief er wohl ist. Den See, meine ich. Weiß nicht. Ich fühlte mich furchtbar heute Nachmittag. Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl überlebe. Aber jetzt... Es ist wie wenn dein Bein einschläft. Obwohl es noch an dir dran ist, fühlt es sich so fremd an. Mein Leben lang hatte ich intensive Gefühle. Aber vielleicht ist es besser so. Es tut mir leid, vielleicht ist es gut. Also sie fühlt sich jetzt ohne das Gefühl der Wut verloren, weil sie nicht weiß, was sie jetzt fühlen soll. Weil ich ihr einfach das Gefühl weggenommen habe, um sie zu erleichtern. Hat es das jetzt schlimmer gemacht? War es die falsche Entscheidung? Aber was wäre passiert, wenn wir ihr diese unheimlich starke Wut gelassen hätten? Die Alex scheint es relativ gut verkraftet zu haben. Auch mit den Freunden ist wieder okay. Es tut mir leid, ja, es tut mir natürlich leid, aber vielleicht sollten wir sie an das Positive erinnern. Vielleicht ist es ganz gut so, weil jetzt Platz ist für neue Gefühle. Sie kann wieder anfangen, ihren Sohn zu mögen, zu lieben. Sie kann vielleicht jemand anderen finden, den sie wirklich auch an ihrer Seite liebt.
Vielleicht kann sie irgendwann uns gern haben. Vielleicht kann sie irgendwann Gabe verzeihen, dass er diese Welt verlassen hat. Also vielleicht ist es ganz gut so. Du musst dich wirklich nicht für deine Gefühle schämen, wie lange sie auch anhalten mögen. Hauptsache, man kommt irgendwie klar. Ich schäme mich nicht. Aber ich verstehe schon. Danke. Mit Betäubung kann ich immerhin umgehen. War schön, dich zu sehen. Viel Spaß auf dem Fest. Nein, ihr geht's gar nicht gut. Ach, so, warte mal. Steph haben wir hier. Heldin, lass mich versuchen, mit ihm zu reden. Bin gleich da. Alter, danke, du hast es voll drauf. Preisverdächtiges Badenmaterial, okay. Danke, du warst auch echt unglaublich, weißt du. Ach was. Hey, können wir uns auf dem Dach treffen? Klar. Ach so, ja. Stimmt, mit der waren wir ja noch verabredet. Die wollte uns noch was Geheimnisvolles erzählen. So, der Dukey, wir gucken mal. Danke, das ist lieb von dir. Bla bla. Ach so. Liebe Alex, was für ein grandioses Ereignis. Ich bin so froh, dass ich heute am Live-Action-Roleplay teilnehmen konnte. Das hat mich in meiner Zeit beim Theater zurückversetzt. So, das war noch von dem Theaterstück Diane. Das Miststück. Hi Alex, wollte dir ein fröhliches Frühlingsfest wünschen. Leider muss ich dieses Jahr arbeiten, aber ich schätze unsere Unterhaltung von vorhin wirklich. Es war toll, dich näher kennenzulernen. Danke, Diane. Gleichfalls. Okay. Ist auch schon ein bisschen älter. Aber das erklärt, warum sie nicht da ist. Eleanor? Gesellst du dich heute Abend zu uns, meine Liebe? Ja, dieser einen Party kann ich die Stirn bieten. Ha, wir machen es so schmerzlos wie möglich. Okay, ist auch älter. Der Ethan? Keine Spoiler, bla bla. Und okay, das geht um seinen Comic. Klingt, als würde Steph mich auf dem Dach treffen wollen. Ja, ja. Okay. Ich muss wirklich zugeben, das fühlt sich echt gut an. Jo, das ist so der Hammer gewesen, dieses Lied. Ich habe so Gänsehaut gehabt. Die hatten so einen Spaß. Also eigentlich hätte jetzt so ein großer, riesiger Kringel gelb um sie rum flattern müssen. Ja, weil beide so glücklich waren. Schön, schön. So, aber das heißt, wir sollen sie auf dem Dach treffen. Haben wir denn alles erledigt? Ich denke mal schon, hoffe ich. Auf dem Dach von bei uns, ne? Gehe ich mal von aus. Aber ich guck mal einmal noch, ob ich den Ryan finde. Nochmal mit dem reden. Oder ist der weg? Oder vielleicht... Aber irgendwann muss ich hoch aufs Dach gehen. Ja, ja. Mal einmal mit den Leuten vielleicht reden, wie sie es fanden. Oder kann ich gar nicht mehr mit denen reden? Genießt du die Party, Ducky? Absolut. Naja, gut. Nach so einem Auftritt auf jeden Fall. Danke. Sorry, Ducky. Ich muss los. Lass uns später schnacken. Das werden wir. Yep. Mann, war das ein Hammerauftritt. Danke. Achso, mehr hat er nicht. Musikliebhaberin. Das Festival ist echt cool, aber ich sollte jetzt vielleicht lieber aufs Dach gehen. Ich dachte hier, hallo, ich möchte Sie gerne lesen. Geht das nicht? Sie hat doch einen Punkt. Sie scheint auf jemanden zu warten. Okay. Hi. Oh mein Gott. Hi. Kann ich ein Autogramm haben? Was? Okay. Ich mein's ernst. Oh, klar. Komm später vorbei, okay? Super. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne.
Ah, jetzt können wir. Sie ist glücklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, krass. Sie hat echt mit dir geredet. Okay, ich bin geschmeichelt. Geschmeichelt? Ich wäre voll von den Socken, nicht aus den Socken. Ich will auf keinen Fall zu spät für diese Überraschung sein. Ich gehe lieber schnell aufs Dach. Na, vielleicht ist der Ryan ja auch da. Weil hier scheint er jetzt nicht mehr zu sein. Und irgendwie, Steph ist jetzt auch abgehauen. Hier ist keine Musik mehr. Steph? Kann sie doch auch nicht machen. Hier sind doch noch Leute. Sie hätte doch wenigstens Musik noch weiter anmachen können. Naja, gut. Der hat immer noch Angst. Okay, das wird aber das Gleiche sein. Aber einen Ryan sehe ich hier nicht mehr. Vielleicht ist er ja auch auf dem Dach. Das Festival ist echt cool. Aber ich sollte jetzt vielleicht lieber aufs Dach gehen. Ich bin doch schon auf dem Weg. Guck, ich renne. Wer steht denn da hinten? Ach, der noch mit seiner Kralle, ne? Alles klar. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ich gehe mal davon aus, dass der Ryan auch oben ist. Weil die Steph ja irgendwas erzählen will und da darf er ja eigentlich nicht fehlen, oder? Da er nicht mehr auf dem Fest war. Dann bin ich ja mal gespannt, was die Steph rausgefunden hat. So, zurück in der Bar. Hier ist keiner mehr, oder? Nein, hier sitzt keiner mehr, hier ist keiner mehr, alles klar. Dann ab nach oben. Sollten wir uns vielleicht nochmal umziehen? Na, eigentlich, ich finde das echt cool. Das Outfit war nicht schlecht. Deshalb hat Steph auch gesagt, hier, du hast ja einen Rock an. Die hatte ja schon im Hinterkopf, dass sie gleich auf der Bühne steht. Aber hat doch einen super Eindruck gemacht und der Auftritt war Bombe. Du meintest, du hast Neuigkeiten? Ich hau ab. Was? Krass, ich verlasse echt Haven Springs. Was? Das zu glauben? Ich bin wieder unterwegs. Fuck ja, endlich! Was? Moment, ist das dein Ernst? Ich werde wieder Musik machen, Alex. Egal, wo ich bin. Ach, krass, ich hab schon vergessen, wie sich das anfühlt. Freue mich sehr für dich, dass es Mist. Das sind die guten Neuigkeiten, dass sie abhauen will? Ich meine, ja, klar freue ich mich für sie, aber für mich jetzt gerade nicht so. Wir haben gerade zwei gute Freunde hier kennengelernt. Und jetzt will einer davon abhauen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will dich unterstützen, aber... Hey, komm. Sei nicht traurig. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun? Ich brauche ein neues Ziel. Du bist mein Glücksbringer. Ein Geschmack für Glücksbringer ist mega beschissen. Halt's Maul. Du wählst. Berlin, Salem, Ocean... Naja. Berlin. Fuck yes. Bowie hat Heroes in Berlin aufgenommen. Und die Platte ist echt der Hammer. Wo werde ich dort leben? Ein großes Loft. Ein besetztes Gebäude. Tag 1. Du triffst die krassesten Punks in Berlin. Und ihr wohnt in einem besetzten Haus.
Kurz darauf buche ich Bands aus aller Welt, damit sie bei uns spielen. Und schon bald haben wir einen international bekannten Club. Das kriegt dann die Stadtverwaltung mit. Die Cops stürmen den Laden und räumen alles aus. Dann kaufen wir mit den Einnahmen ein paar Schiffscontainer. Direkt am Fluss. Und eröffnen einen noch krasseren Club. Nun. Das klingt nach einem spektakulären Plan. Gut. Dann komm mit mir. Was? Nach Berlin? Klar, warum nicht? Muss nicht unser erster Halt sein, aber irgendwann? Ich habe noch Freunde in Seattle, die Konzerte buchen. Fangen wir da an, oder? Ich weiß nicht. Kansas City? Vegas? Wo immer wir wollen. Hör mal. Ich will dir echt keinen Druck machen. Ich habe gesehen, wie du so viel von dir gibst, um anderen zu geben, was sie brauchen. Und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal an dich denkst. Ich meine, ich mag dich wirklich sehr, Alex. Du bist mir echt krass wichtig. Küss mich. Du musst dich nicht entscheiden, also nicht jetzt sofort. Okay? Denk drüber nach. Das werde ich. Danke. Ich gehe jetzt wieder zurück. Dann bis später. Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann, was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist dann nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen. Und ich habe Steph geküsst. Das ist auch passiert. Celebrated all out, I'd rather get you paid.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Klar sind wir gerade erst hier angekommen. Aber ich finde, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, Steph hat recht. Wir kümmern uns hier nur um andere. Wir versuchen, ein Verbrechen aufzuklären. Warum unser Bruder sterben musste. Wir haben ja Freunde gefunden. Aber ersetzen wir hier nicht nur den Bruder? Wäre es nicht auch ein wunderschönes Zuhause, bei Steph zu sein, mit ihr um die Welt zu reisen, Musik zu machen, was Eigenes aufbauen? Nicht nur in den Schuhen des Bruders hier zu stehen. Und doch ein eigener Mensch zu sein. Alex. Hast du den USB-Stick? Hab ich. Es ist alles da drauf. Gabes Anruf, ihr geheimer Plan, die Vertuschung. Du musst mit mir aufs Revier kommen. Alex, mach's nicht kompliziert. Hä? Was ist denn jetzt los? Was hat die Diane gemacht? Was ist hier los? So. Hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, hä? Nicht wirklich. Kaffee? Kaffee wäre super. Danke. Eigentlich haben wir gar keinen da. Tut mir leid. Na toll. Pike, warum bin ich hier? Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Das ist Bullshit. Ich habe nichts Falsches getan. Sie sind die Kriminellen hier. Ja gut, wir haben den geklaut, ne? Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Was? Warum? Was meinst du? Warum nicht? Naja, erstens bräuchte ich eine Vollmacht. Und zweitens, der Fall ist abgeschlossen. Was? Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Tut mir leid, Alex. Bitte was? Ich hab die Beweise. Direkt hier. Es macht keinen Unterschied. Hör mal. Was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist.
Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Und was ist, wenn ich den einfach nur gefunden habe? Die hat den da halt in ihrer Tasche gehabt und der ist rausgefallen. Ich habe ihn gefunden. Er war herrenlos und ich habe geguckt, was drauf ist, um herauszufinden, wem er gehört. Ich habe dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht. Aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane zeigt dich an, wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Was? Willst du mich verarschen? Willst du mir sagen, dass ich im Gefängnis lande? Für 5 bis 10 Jahre? Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen. Ja, nee, ist klar. Erhebt Typhon keine Anklage. Ist klar. Warum der Deal? Na, das ist ja wohl klar, warum der Deal. Die kann doch gar nicht beweisen, dass wir den geklaut haben. Der ist runtergefallen aus ihrer Tasche. Fertig. Ich habe den gefunden und geguckt. Sie bietet mir diesen Deal nur an, weil sie weiß, dass sie am Arsch ist. Sie ist schuldig, Pike. Selbst wenn du recht haben solltest, ist dein einziger Beweis unzulässig. Du solltest es tun. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier. Es macht keinen Unterschied. Boah, jetzt gib dir doch mal einen Ruck. Bitte, komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine Wahl. Ich sagte nein. Nein, ist keine Option. Er ist nicht wütend, er ist traurig. Wovor hast du solche Angst? Er wird auch unter Druck gesetzt. Die haben ihn in der Hand. Schau's dir an. Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein?